Hallo Leute, willkommen zurück zu I Wanna Be The Guy und wir haben hier einen schönen Geduldsraum vor uns und hoffen wir mal, dass das hinhaut. Ja, das wäre lustig. Vor allem, naja, wenn es halt nicht wieder so viele Blutfeuerwerke geben würde. Aber man sieht schon, worauf das hinauslaufen wird. Viele Stacheln und viel Tode. Das Wichtige ist eben, dass man geduldig ist und auch nicht abgelenkt bleibt. Also jede Ablenkung ist Piep, ich sag das Wort lieber nicht. Weil dann verpasst man den richtigen Absprungpunkt und dann hat man eben keine Chance mehr. Ja, und man muss einige Sprünge machen, bevor man hier durch ist. Man sieht es ja vermutlich oben links, da muss man raus. Und bevor man nach links kommt, muss man natürlich erstmal nach rechts. Ach, come on. Sei froh, dass die Leute das nicht noch fieser gemacht haben. Noch ein paar schöne Stacheln rein. Ja, hier bewegt sich kein einziger Stachel, oder? Nein, soweit ich weiß nicht. Also mir ist es zumindest nie beim Durchspielen aufgefallen. Wenn, dann ist der Trigger so schlecht, dass ich ihn nie wieder erreicht habe. Ach Gott, wieso springe ich da immer zu weit? Aber ich habe auch ein bisschen wenig Kontrolle gerade. Wirkt doch alles sehr abgehakt, die Animation. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Framerate so niedrig ist. Irgendwas, also ich trotzdem mit Skype und dem doppelten Video sharen, ja. Dass ich dir gleichzeitig ein Video encoden muss und Fraps ein Video encoden muss. Ich würde ganz stark vermuten, dass es daran liegt. Ja, kann schon sein, aber... Ich habe ein bisschen wenig Kontrolle und ich fliege die ganze Zeit in den Stachel da hinten. Endlich mal. Wie viel Bitrate recordest du? Was heißt Bitrate? Ist es... Also, wie viele Daten pro Sekunde? Kurz Moment. Gut, da bin ich wieder, nachdem ich nochmal kurz erklärt habe, dass Fraps ein lossless Codec ist und dementsprechend die Bitrate irgendwo bei nahe 1 Million Kilobyte liegt. Die Sekunde natürlich. Aber dass das nichts direkt mit dem Lex zu tun hat, weil das wird eher die Festplatte belasten als die CPU, die bei einem Lossy Encoder, der direkt auf irgendwie, was weiß ich, 10.000, 5.000, 2.000 runtergeht, viel stärker arbeiten muss als bei einem Lossless Codec, wo nur relativ schwach komprimiert wird. Weil, naja, um einen guten Lossy-Bild zu machen, muss natürlich viel weggeschnitten werden und das muss erstmal berechnet werden, was weggeschnitten werden kann. Das macht Fraps nicht so sehr, darum wird das nicht das Problem sein. Nicht, dass man bei Fraps irgendwas einstellen könnte. Na gut, probieren wir es erst nochmal weiter und sonst lasse ich mir irgendwas einfallen. Unter Umständen vielleicht mal eine andere Aufnahmesoftware verwenden. Oh shit, da habe ich sogar rüber geschafft. Ich könnte vielleicht auch mal mit Fraps aufnehmen, wie ich zocke. Also einmal eine Video Guy, einmal eine Killer Guy und allgemein Spiele am Computer. Ich nehme ja bis jetzt nur Konsolen Games auf. Gut, so. Jetzt muss ich mich da durch diese zwei durchzwängen, also erst nach links, dann nach rechts. Sieht zwar relativ schwer aus, aber wenn man das Timing nicht verpasst oder nicht zu früh losläuft, dann ist es kein Problem. Da ist es aber besonders blöd, wenn das Ganze so ein bisschen hakelig ist. Ja. Also dort merke ich es noch mehr als bei dieser Stelle. Ich meine, hier komme ich mit etwas Gewöhnung, das sieht man ja glaube ich gerade auch schon, recht gut zurecht. Oh shit. Zweiter Sprung nicht rechtzeitig. Naja, aber ist sehr viel Gewöhnungssache. So, nicht drüben. Zweiter Sprung. Gut, und wieder rüber. Oh, Belarian. Ja, ich meine, ich will da nur einen ganz kleinen Schritt gehen und er macht direkt so einen Riesensatz. Und das ist ja schon ein Riesensatz, vor allem wenn es darum geht, nachher da durch sich zu zwängen. Naja, deshalb hätte ich mal so einen leichten Tipp für dich. Lauf erst, wenn du über den Stacheln bist, da hast du immer noch genug Zeit. Der Raum heißt nicht ohne Grund Geduldsraum.
Das also glaube ich reicht schon. Das reicht. Ich habe mich nicht mal umgedreht und ich habe einen Moonwalk gemacht. Nein, zu weit. Ah, schade. Aber dann musst, aber das wäre gut gewesen. Hättest du gleich wieder weg müssen, dann wärst du schön drüber gekommen. Danach musst du, falls du das noch nicht erahnt hast, musst du rechts raufspringen und dann nachher damit wieder runterfahren. Ja. Yep. Das sollte passen, oder? Ja, es geht sich knapp aus. Es war pixelperfekt. Merkst du, ich habe nur ganz kurz angetippt und er macht diese riesigen Bewegungen. Ich meine, fast von einer Seite der Plattform zur anderen. Das ist... mies. Ja, das liegt auch halbwegs, glaube ich, am Gamepad, aber es macht es nicht einfacher. Das wird knapp, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht sich knapp nicht aus. Dann gehe ich mal lieber rüber. Das geht aus. Also, ich glaube, da war schon der Hintern aufgeritzt, wenn man es genau nimmt. Aber die ersten Sprung habe ich jetzt erstaunlich oft hintereinander geschafft. Deswegen musst du sie jetzt auch einmal nicht schaffen. Sonst ist die Statistik verfälscht. Natürlich. Jetzt, wo ich es gesagt habe... Aber ja, es wird besser. Oh, an der Kante hängen geblieben. Wow. Ein Wannabe, der Geist wirklich ein guter Zeitvertreib. Nein, es ist ein ganz grässlicher Zeitvertreib. Naja, je nachdem, wie man es nimmt. Wenn man einen Save-Block weiterkommt, vergeht die Zeit schnell, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Es vergeht viel Zeit. Die Zeit vergeht absolut nicht schnell. Du verwechselst ja, okay, etwas. So kann man es auch sehen. Also, wenn ich das Spiel spiele, vergeht die Zeit schnell. Und bei dir vergeht nicht viel Zeit. Ja, das ist auch... Ja, stimmt schon. Ich glaube, ich habe das so kombiniert. Shit. Hätte ich da früher springen müssen? Also, möglichst knapp am Stachel dran in den zweiten Sprung. Und vermutlich möglichst schnell, dass man weit unten ist, oder? Wenn man losspringt. Es hilft auch, wenn man den ersten Sprung, also den anderen, den von ganz rechts ein wenig früher setzt. Das hilft auch. Na ja, gut. Es ist zwar nicht notwendig, aber so, was ich so in Erinnerung habe, macht es ein klein wenig einfacher. Mit frühen Losspringen bin ich zweimal im Stachel gelandet, deshalb dachte ich, warte ich etwas länger diesmal. Na, das wird... Reicht's? Ja. Ja, ich glaube ganz knapp. Ja, wieder der Pixel. Jo. Eigentlich war ja schon das Cape vollkommen zerrissen. Nicht gesprungen. Sauhund. Ja, das Cape war zerrissen, hatte ich gedacht, nee, bringe ich mich gleich um. Hab keinen Bock mehr ohne Cape. Hier kann man immer so schön Wetten abschließen. Reicht's? Ups. Nicht ganz weit genug. Naja, es wird sowieso immer reichen, weil wenn ich der Meinung bin, dass es nicht reicht, dann ich glaube mal schon, dass du dann nach links gehst. Challenge accepted. Also das wird nicht reichen. Und das reicht. Ja, das auf jeden Fall. Aber das vorher konnte ich beruhigt sagen. Ja, das war ja auch nicht knapp. Du musst mit dem ersten schon möglichst knapp an den Stachel rankommen. Naja, ich hatte es versucht. Ich hatte auch versucht, ein bisschen schneller direkt rüber, damit ich vielleicht einen besseren Sprungkurve habe. Muss ich gleich nochmal gucken. Naja, wenn man so drüber nachdenkt, wenn der Kid, späterer Guy, auch schneller, immer schneller fallen würde, dann würde es so eine richtig schöne Sinuskurve springen. Wenn er dann nicht bei der doppelten Laufgeschwindigkeit zum Fallen aufhören würde. Naja, aber ich rede eher davon, dass wenn ich ganz recht weit oben bin, einen sehr flachen Sprung machen müsste. Ja, das stimmt schon. Also im Prinzip, da oben... Man kann von fast jedem Sprungfeld, also von jedem Winkel und jeder Höhe durchkommen. Nur so meistens reicht das? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ganz knapp. Ja, also das hat man doch spätestens beim Hochgehen gesehen. Ach, Springdo!
Und? Ich glaube, er ist heute auf dem Masochismus-Trip. Wenn er nicht auf einem masochistischen Trip ist, dann bist du auf einem sadistischen Trip. Weil du ihn die ganze Zeit umbringst. Ist immer die Frage, wer hier gerade wo ist. Geben wir einfach allen beiden die Schuld und ist keiner benachteiligt. Machen wir ein 50-50 draus. Ich glaube, das sollte reichen. Ja, ich glaube auch ganz knapp. Wow. Ja, es war so knapp wie eh und je. Ja. Shit. Das sind so die schönen Pixel, wo man eigentlich schon halb zerrissen wird. Und manchmal, wenn man nichts trifft, wird man wirklich zerrissen. Wow. An den oben. Ich mache erstmal ein paar Aufnahmen so jetzt nebenbei, trainieren und man sieht sich gleich wieder so rausschneiden. Ist das jetzt mir weniger, ohne dass ich dazwischen aufnehme? Naja, das wird schon. Rechts so, auf. Da bin ich wieder. Geh mal rechts auf. Naja, ich bin drauf. Jetzt hoffe ich, dass ich mit dem geringen FPS zurechtkomme. Sieht auch alles ein bisschen langsam aus. Dass ich auf jeden Fall das erste Mal hier durchkomme. Du kannst ruhig warten, bis die Plattform so weit unten ist, dass sie zwischen den Stacheln wohl links und rechts einer ist. Dann kommst du auch leichter rauf. Dann einen Luftsprung, dann hast du. Also von mir ist ganz. Ja, so. Okay, geht auch so. Warten, bis sie unten ist oder jetzt gleich schon runterstürzen? Sobald du. Ja, jetzt runterstürzen. Nein, zu weit gerannt. Boah, schade. Ihr seht, dann wäre ich schon fast durch. Naja, man sieht sich das nächste Mal, weil ich habe genug Fels schon gezeigt, das nächste Mal, wenn ich zwischen diesen beiden Teilen stehe, wo ich gerade gestorben bin. Okay, bis in einer halben Stunde. Ja, es hat jetzt gerade schon wieder einige Versuche gekostet. Und dann sieht man sich dann hoffentlich auf dem letzten Abschnitt, weil die letzten paar Meter sind ja echt großzügig bemessen. Naja, man sieht sich dann. Macht's gut. Bis gleich. So, man sieht, die Plattform ist gerade am Hochkommen und jetzt muss ich nur noch diesen ersten Sprung schaffen. Was? Boah, ich bin plötzlich losgeflogen. Ich meine, ich habe kurz gedrückt, springen und zack, war ich im Stachel drin. Ich glaube, da wäre ein Rewind nicht schlecht. So total keine Reaktion von mir. Wumm, bin ich nur weggeflogen. Naja, bis gleich. So, da bin ich jetzt diesmal hier drauf. Und ich habe hier zum Glück relativ viel Platz. Nein, den letzten Millipixel davon erwischt. Ich hätte nicht sagen sollen, dass du die Stachel für Stachel weiter aufarbeiten wirst. Das ist alles meine Schuld. Okay, oh, das nächste Mal schaffst du es bis rauf. Ja. Ich hoffe, das wirkt bis auch, dann ne? Wirklich vielleicht. Ah, Gott. So, probieren wir es nochmal mit aufnehmen. Und diesmal. Etwas länger nächsten, warten. Diesmal in den nächsten Stachel. So. So. Jetzt schwitzt er. Und er so. Ich dachte. Rechts rauf gehen. Sehr gut. Ja, und das Schöne, ihr wisst, wo ich gerade hier bin. Und so viel Zeit verbraucht, um an eine Stelle zu kommen, an der man schon mal war. Das braucht jetzt eigentlich. Ich werde mal so, dass du in den nächsten 5 Minuten komplett durchschaffst. Naja, ich beende den Part hier erstmal. Das hier gewöhne ich mich wieder dran und das gibt's beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute.